Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum neuen PlayStation Plus Mitgliedschaftsspiel Spelunky heißt das Ganze, das gute Stück. Und ja, es gab es wie gesagt im Oktober. Wir sehen, es ist 326,8 MB groß, also nicht so groß, geht auch sehr schnell runterzuladen. Und ja, schauen wir mal rein, was uns erwartet. Sieht ja schon mal sehr gut aus, schön comic-mäßig. Erinnert ein bisschen an damals. Bloß nicht ganz so verpixelt. Dieses Spiel unterstützt automatische Speicherfunktion. Jojo. Okay, wir sind sozusagen wahrscheinlich ein kleiner Höhlenforscher mit roter, knubbeliger Nase. Okay. Spelunky. Okay, drücken wir mal Start. Dann fängt's auch schon an. Oh, jetzt wird's gruselig. Ah, guck mal, spielen, LAN-Spiel. Also man kann es auch online spielen. Bestenliste. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal spielen und dann natürlich Abenteuer. Kann das zu viel spielen? Zieht euch das mal rein. Ist auch wieder so ein Spiel, was man auf jeden Fall mal besoffen mit Kumpels spielen kann. Kann uns hier auch eine Figur aussuchen. Aber wir bleiben bei dem kleinen Knubbeligen. Ich zeige euch nur die Figuren mal. Wir haben hier noch so einen Araber. Dann haben wir hier so. Oh, guck mal, Yoshi in weiblich. Oh, hier. Okay, da kann man noch welche freispielen. Ah, alles klar. Ach, guck mal, ein Eskimo. So, das ist wahrscheinlich die Streberin. Oh, hier Ninja. Ein Wikinger. Ja. Finde ich gerade geile Worte. Ein Zyklop, ha? Ein Roboter. Hier, eine schlechte Kopie von Wall-E. Oh. Buddha. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen unseren Abenteurer und ab geht es. So ein Spiel auf jeden. Wenn ihr Bock habt, dass ich das mal besoffen mit Kumpels spiele, lasst einen Kommentar da und einen Daumen nach oben und dann machen wir hier noch ein paar Videos zu. Guck mal, wir können da rein, wir können aber auch da rein und wir können da hoch. Wir holen uns erstmal das da oben. Im Aufbau. Zukünftiger Standort der Abkürzungsstation. Triff dich mit mir am Ende der Mine. Der Tempelmann. Würde ich sagen, guck mal, was das ist. Das ist ein Chinese. Hallo, mein Name ist Yang. Und dies ist mein Tagebuch. Staubige Karten und Gerüchte von erstaunlichen Schätzen haben mich hierher tief unter die Wüste gebracht. Dieser Ort ist irgendwie seltsam. Der Aufbau scheint sich die ganze Zeit zu verändern. Man sieht nie denselben Raum zweimal. Ob das wohl der legendäre Olmec-Fluch ist, der die Leute auf ewig in die Höhle einschließt. Ich schiebe den Gedanken beiseite und konzentriere mich stattdessen auf den Schatz. Wenn ich die Grundlage der Bewegung und des Kampfes beherrsche, werde ich als reicher Mann zurückkehren. Aha, Tutorial. Dann schauen wir mal. Springen, okay. Wieder so drauf wie bei Super Mario. Ey, das klappt sogar, okay. Das erinnert mich wirklich ein bisschen an damals. Mal gucken, wenn es jetzt noch schwierig ist, dann perfekt. Dann ist es auf jeden Fall eine Reise durch die Zeit. Ach, hier können wir auch hauen, guck mal. Okay, R1 können wir rennen. Jung. Erstmal die bösen Schlangen weg. So, dann gucken wir mal hier hinten. Da können wir da. Na, guck mal, wir müssen also Gold sammeln. Da ist Gold. Da ist auch Gold. Hey, verdammt, ich habe eins vergessen. Guck mal, hier kommen wir wieder hoch. Alles klar, dann können wir das eine nicht.
ich sagen, wir müssen hier rüber. Oh. Ah, wir sind da oben. Guck mal, zwei Herzen. Wir dürfen noch zweimal getroffen werden. Mann, jetzt halte ich doch mal da bitte nicht fest. So. Hey, ich will da hoch. Da ist ein Diamant, aber da kommt man nicht ran. Da sind Stacheln. Natürlich all das Gold. Man kann da bestimmt irgendwas kaufen oder so. Oder kriegt Punkte. Mal gucken. Ja, das war auf jeden Fall Tutorial 1. Die Reise war schwieriger, als ich dachte. Ich bin in Stachelgruben gefallen und in Fallen gelaufen und wurde von Monstern angegriffen. Doch ganz gleich, was auch passierte, ich bin immer wieder am Eingang der Mine aufgewacht. Es ist fast so, als würde hier unten selbst Gevatter Tod die Orientierung verlieren. Trotz dieser unheimlichen Ereignisse bleibe ich auf die anstrengenden Aufgaben konzentriert. Ich streite eifrig voran und habe dabei Ruhm und Reichtum im Blick. Reichtum wollte ich lesen. Aber nun ja, genug der Ausreden. Guck mal, Fledermäuse. Uey. Zack, Indiana Jones, Alter. Guck mal, wir könnten uns auch nach unten ducken und eine Bombe werfen. Guck mal, da können wir so Minecraft-mäßig dann auch nach unten. Guck mal, das müssen wir sogar, glaube ich. Haben wir noch Kisten? Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, guck mal, hier haben wir Seile. Das Problem ist, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Doch, ich komme hoch, wenn ich da nicht nach unten springe, dann komme ich überall unten lang. Ja, schon sind wir unten. Guck mal, wir können hier. Ah, der rennt da automatisch drüber. Oh, das ist eine Spinne. Die hat uns jetzt getötet. Okay, dann sind wir wieder Tutorial 2 am Anfang. Dann können wir das jetzt nochmal besser machen. 3 Bomben und 2 Bomben. Wir haben jetzt 5, 6. So. Eigentlich wollte ich, dass die da oben landet. Klappt's, wenn ich hier rüber gehe und dann fällt immer da runter. Okay, dürfte hier unten jetzt bald ein Riesenkrater sein. Okay, der ist auch ein Riesenkrater. Okay, wir müssen noch da oben weiter, dann mache ich mal so. Kommen wir jetzt da wenigstens raus. Kommt da nicht raus. Nach unten. Ich will eigentlich da hoch. Tja. Jetzt sitzen wir hier fest, weil ich Idiot alle. Ah. Ich wollte doch sagen, wir haben doch hier gelesen, wir können hier hoch mit. Wir haben ja genug Seile. Ich dachte schon, wir hängen fest und müssen nochmal neu machen. Fledermaus. Bam. Ja, hier bräuchte ich wahrscheinlich wieder eine Bombe, um darüber zu kommen. Oh, wir können das nehmen. Ah. Cool. Vorhin war da eine Spinne drin. Okay, wir gehen mal hier weiter. Ah,
bräuchten wir natürlich wieder. Ah, aber guck mal, wir können ja hier. Schauen wir mal. Ah. Immer noch Bomben. Das heißt. Aber wir machen mal jetzt. Ach, jetzt bleibt es da rumliegen. Ich fass es nicht. Okay, wir haben ja noch Seile. Ach man, das wollte ich jetzt echt nicht. Ach, jetzt liegen sie ja, jetzt liegen sie auf der Stachel. Ach, leck mich doch. Aber wir können hier lang. Natürlich nicht. Also so richtig mit den Bomben klar komme ich nicht. Wie ihr das seht. Komm ey, jetzt aber. Ach, leck mich doch. Jetzt werde ich noch hochgejagt hier. Ach, wir gehen weiter. Aber hier sind ein paar Goldstücke. Was doch nicht ganz umsonst. Aber egal. Weiter geht es. Ja, es ist auf jeden Fall, es bringt wieder ein paar Hassgefühle hoch, so wie früher, ey, das ist echt cool. Neulich hatte ich am Ende der Mine einen Einblick in üppiges Paradies. Ha, ja, mit fleischfressenden Pflanzen. Wie kam so weit unter dem Erdboden nur solch ein Ort existieren? Was liegt dahinter? Die Händler der Höhle reden von einem fabelhaften Gewölbe weiter unten, von alten Runen aus Gold. Allein die Idee bringt mich mein rastloses Herz zum Rasen. So, Tutorial 3. Schauen wir mal. Oh, wir können das werfen. Fast. Würde ich sagen, ja, ich treffe das nicht. Fledermaus, geh weg. Geh weg. Boah, das war knapp. Schön Geld sammeln. Ach, guck mal, hier können wir kaufen. Joa. Haben wir mal schnell eingekauft. 6 Bomben haben wir. Die können wir hier oben nämlich weiter. Guck mal, ob die da liegen bleibt. Uop. Ja, bleib liegen. Schnell die Schlangen eliminiert und da hoch. So, zack. Ich muss sagen, so einfach ist das Spiel echt nicht. Auf jeden Fall cool, das ist wie damals. Damals waren die Spiele auch schön knackig und nicht einfach. Da oben sind Goldgötze, guck mal. Nicht Mario-Götze, sondern ein Goldgötze. Nicht alter Scherzkeks. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ja Seile, wir können ja hier hoch. Boah. 1600. Oh, Fledermaus. Dachte ich treffe sie. Okay, hier ist noch eine Fledermaus. Jetzt aber. Boah, da kam ein Pfeil. Das hätte mich bestimmt getroffen, wenn ich da nicht was hingeworfen hätte. Okay, müssen wir uns merken. So eine Steine mit so einem komischen Dino da. Die schießen was. Okay, wir können noch da rechts lang, aber ich gehe erstmal. Gucken mal, was da rechts ist. Boah, 2500. Schieben das mal hier zur Seite. Boah, eine Prinzessin, guck mal an. Was ist da unten? Okay, wir können nicht beides tragen. Geh weg. Okay, wir rennen mal hier drüber. Legen das mal ab. Fledermaus. Komm doch, bam. Ach, guck mal da, Götze oder die Prinzessin. Ich hoffe, wir können auch beides. Wir bringen erstmal den Götze dahin. Oh, auf 5000 hat er uns gebracht. Okay, dann können wir hier drüber rennen. So, dann haben wir hier noch die Prinzessin. Ups. Oh, da haben wir noch Diamanten, guck mal. Eigentlich hier die Truhe. Ja. Ist auch eigentlich ganz cool für die Prinzessin. Wollen wir die nicht so weit tragen? Oh, haben wir die jetzt bewusstlos geschlagen? Ja, da haben wir beides gerettet.
weg sind wir. Wer auch immer dieses Tagebuch in den Händen hält, ich hoffe, es wird von Nutzen sein. Mir hat es gute Dienste erwiesen, doch ich brauche es jetzt nicht mehr. Wie er zwischen diesen Zacken steht. Ich steige hoffentlich ein letztes Mal in die Höhle hinunter und ich kehre erst zurück, wenn ich zu dem ultimativen Schatz in den Händen halte, okay? Oder warte, noch größere Genüsse darauf, entdeckt zu werden. Ah, das ist die Alte. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nimm diesen Schlüssel, eröffne den Eingang zu den Minen. Folg meiner Spur, wenn du es wagst. Viel Spaß beim Forschen, Yang. So, dann schauen wir mal. Mine 1 von 1. Okay. Was ist das? Eine Spinne. Hier haben wir noch Spinnenweben. Boah, ich kann den Schädel nehmen. So wollte ich das. Dann kann ich doch jetzt die Spinne. Verdammt. Schon mal die Prinzessin. Geh mal hier rüber. Mal hier hoch. Ah, hier ist wieder Gold und Diamanten. Hey, ich hab die doch getroffen. Auf jeden Fall ja hoch wieder die Prinzessin holen. Hey. Okay, hier ist nichts weiter. Und hier ist schon das Ende. Okay, dann würde ich sagen, oh, hier hinten war ja auch noch was. Falle. Da ist die Prinzessin. Hier haben ein paar Diamanten, aber den Golem, den Götzner, den Goldgötzen habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht ist hier auch keiner. Erstmal die mit. Oh, was heißt das? Oh, ein Geist! Der darf uns bestimmt nicht treffen. Zum Glück haben wir hier noch unseren anderen Weg. Geh runter. Oh, da nicht lang. Was würde ich sagen? Wir hauen hier schnell ab, da war ein Geist. Ah. So, guck mal. Aufgabe 121 abgeschlossen, Küstchen abgeholt und Beute. So, dann schauen wir mal. Mine 1 von 2. Guck mal, wir haben 5 Herzen. Wir laufen 5 mal. Ah, da ist es schon. Hol die da mal raus. Gefährlich aus, das Skelett. So, würde ich sagen, wir laufen mal hier lang. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier runter. Wo ist das da? Ein Totenkopf? Ein Sarg? Oh, und Skorpione gibt es jetzt auch. Boah. Greift uns das einfach an. Schatz. Boah. Müssen wir mal
gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Beziehungsweise, wo wir die Mist hinbringen müssen. Wenn wir die erstmal los sind. Ach, hier ist der Götze, guck mal. So, Mario, wir nennen ihn einfach Mario. Da. Ja, ach, guck mal. Apparat. Boah, jetzt haben wir 18 Bomben. Crazy. Ich will aber die scheiß Kamera eigentlich gar nicht. Wenn sie ein Geschenk war. Müssen wir aber den Golem da oben auch noch holen. Den Goldgötzen. Alter, hat er uns überrollt. Warte, jetzt Spielende. Level 2. Fortsetzen. Ich bin zu feiner Paste zermahlen worden. Okay. Wie jetzt? Jetzt müssen wir das nochmal von vorne machen. Kommen wir jetzt wieder Mine 1 raus? Ja, Mine 1 von 1. Okay, in dem Sinne sage ich erstmal auf Wiedersehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich stelle natürlich jeden Monat die neuesten Spiele vor. Ja, das hier reicht erstmal, Spelunky, und ja, abonnieren nicht vergessen, würde mich freuen, und wenn ihr von dem Spiel noch ein bisschen mehr sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch. Würde ich mir das antun wollen, es ist ziemlich schwer, aber nun ja, bis dahin, tschüss.